Wunderbar, einen schönen guten Abend an alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Weg in den Hospitalhof gefunden haben. Ganz besonders schönen Abend auch natürlich an unsere Gäste und Referenten, Herr Dr. Peile, Herr Dr. Hagendorf. Wie schön, dass Sie da sind und wie schön, dass Sie alle auch da sind. Eine Präsenzveranstaltung am Abend, man geht wohin, man hört was Interessantes, ist schon großartig. Wir sind also fast schon euphorisiert durch diese Idee, dass wir hier zusammen alle sein können. Der Abstand ist gewahrt. Sie haben auch unten die Einlasskontrolle sozusagen gehabt. Alles ist auch sicher. Und wie schön, dass Sie da sind und darf Sie da herzlich begrüßen. Nach so langer Zeit ein Austausch von Mensch zu Mensch mit allen Sinnen und Geist und Verstand zu hören und wahrnehmen zu können, ist was Besonderes. Und bei der Aufzählung dieser Eindrücke ist man eigentlich schon fast beim Thema direkt KI und Ethik. Und ich darf hier ein paar einleitende Worte sprechen als Seminarleiterin des Seminars Stuttgart, die wir hier ja zusammen mit dem Hospitalhof und der Dieter von Holzbrinck Stiftung diese schöne Veranstaltung auf die Beine stellen dürfen. Aber dass ich hier nun wirklich Substanzielles zu KI und Ethik beitrage, das wird nicht zu erwarten sein, außer ein paar sozusagen einleitenden Worten. Wir haben unsere wirklich sehr hochkarätigen Experten hier. Ich bin sehr gespannt auf die Vorträge und die Diskussion nachher. Von daher werde ich die sozusagen Ansicht der Normalverbraucher vielleicht mal hier zu Gedanken bringen oder zur Rede bringen. Was ist, wenn man über ethische Fragen und die Bedeutsamkeit mit KI nachdenkt und das erklären will, kommt immer ein Beispiel: das selbstfahrende Auto. Ja, damit erklärt man dem Laien, wie schwierig das ist und auch wie einleuchtend, dass das eine komplexe Aufgabe ist, zu entscheiden bei einem selbstfahrenden Auto. Es droht ein Unfall, wird die Großmutter ergriffen oder die junge Mutter mit dem Kinderwagen. Da versteht jeder, oh Gott, ich könnte es nicht, das soll die Maschine machen. Ein anderes kurioses Beispiel las ich neulich in der Zeitung, als eine der Redakteurinnen sich eine graue Trachtenstrickjacke bestellte und seither durch Algorithmen gesteuert immer wieder Werbung für graue Strickjacken erhält. So intelligent schien das System noch nicht, weil eine Strickjacke reicht dann auch selbst für Frauen und war dann auch genug. Aber es gibt wichtige ethische Dilemmata im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, haben wir das erfahren. Allen bekannt inzwischen dieses Wort der Triage-Entscheidung. Wer erhält das letzte Beatmungsgerät in der Intensivstation? Das mag man sich nicht vorstellen. Es gibt andere Beispiele des Alltags, wo Kriterien eingespeist werden, Wahrscheinlichkeitsrechnungen aufgestellt werden, um Entscheidungen, Entwicklungsprozesse valider zu machen. Nicht nur Kaufentscheidungen, sondern wir können da ruhig weitergehen. Es kann auch um Bildungslaufbahnen, Schullaufbahnen von Kindern und Jugendlichen gehen. Da gibt es sicher viele Daten, die man da einspeisen kann. Ganz natürlich schon weit auch BewerberInnen aus, weil bei Stellenverfahren auch Krankheitsverlaufsprognosen eigentlich ein riesiges Feld für KI und auch Technik. Und die Frage heute auch: Was bedeutet das? Wollen wir das? Hilft es uns eigentlich bei einem Unfall mehr, wenn nachher gesagt wird, das war technisches Versagen? Oder können wir uns eher damit zufriedenstellen, wenn es heißt, es war menschliches Versagen? Entlastet uns das, aus individuellen und ethischen Dilemmata herauszubekommen? Oder lieben Menschen nicht auch Wunder, die unerklärlichen Wunderereignisse, Spontanheilungen, die unerwarteten Entwicklungen, die gar keiner vorhergesagt hat? Kurz gesagt, wir sind ja auch nicht umsonst hier im Hospitalhof als dem theologisch-spirituellen Zentrum, das Göttliche. Unser Handeln, unsere Verantwortung, auch der Umgang mit diesem neuen Gold, Daten, Nutzerdaten von Menschen, soll in dieser hochinteressanten KI-Reihe Thema sein. Wir hatten letztes Mal das Thema KI und Technik, um uns auch sozusagen einführen zu lassen in die Entwicklungsschritte, die derzeit
geforscht und entwickelt werden. Heute das Thema eben Ethik mit Ihnen beiden. Mit großem Dank nochmal, dass Sie für den Abend heute uns zur Verfügung stehen dazu. Es wird das Thema KI und Bildung auch noch stattfinden und Leben und Privatsphäre. Diese Veranstaltung ist auch besonders inhaltlich vorbereitet durch unsere Ethikkurse und die Ethikreferendarinnen und Referendare. Auch da sei noch mal ganz herzlich gedankt. Ich möchte auch danken Herrn Bert Gerhardt, unserem Spiritus Rector dieser Reihe, der sozusagen die Hauptorganisationslast, möchte ich nicht sagen, Freude dieser Reihe hat. Daneben sitzt Saskia Luckner, die auch mit diesen Abend moderieren wird und inhaltlich da sich gut vorbereitet hat. Herrn Dr. Hagendorf und Dr. Peilo, die werden Sie nachher noch in ihrer ganzen sozusagen Ausführlichkeit in Meriten vorgestellt bekommen. Ich möchte auch danken Frau Renninger, die nachher zu uns stoßen wird vom Hospitalhof. Wir dürfen immer in diesen schönen Räumlichkeiten sein. Und auch Herr Schult, der hier oben das Ganze technisch betreut, sodass wir da auch eine gute Aufnahme haben. Und ganz besonders Frau Jacobi von der Holzbrink-Stiftung, Sie sind heute auch mit Ihrem Mann hier. Herzlichen Dank nicht nur für Ihre innere Anteilnahme, sondern auch für die finanzielle und inhaltliche Unterstützung unserer Reihe. Damit sei genug gesagt. Ich freue mich sehr auf diesen spannenden Abend und auch kontroversen Abend und wünsche Ihnen allen ebenso viel Freude und interessante Anregungen. Vielen Dank. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Hospitalhof. Schön, dass Sie alle in Präsenz da sind. Ich darf Ihnen vorstellen den Herrn Dr. Peilo. Er ist Global Head des Bosch Centers für Künstliche Intelligenz. Wenn sich jemand mit KI auskennt, dann ist es er. Sitzt in Sunnyvale, Bangalore und aber auch Renningen. Der Anspruch des Centers ist, weltweit zur Spitze in der KI-Forschung zu gehören. Sie sind bei den 10 Top-Unternehmen in diesem Bereich weltweit und versuchen den Nutzen von KI durch Produkte und Dienstleistungen zu dokumentieren. Bis 2021 hat Bosch ungefähr 300 Millionen Euro in den Ausbau dieses Centers gesteckt. Also es muss was dahinter sein. Wir sind gespannt, was es ist. Vor 4 Tagen hat er nun getwittert, er ist gar nicht mehr Global Head des Bosch Centers, wie eben gesagt, sondern wird. Es ist quasi gerade eine Interimsphase vielleicht. Geht über in einen Bereich von Bosch, wo es um das Internet der Dinge gehen wird. Da sind wir vielleicht gespannt, wenn Sie uns auch was davon berichten in Ihrem Vortrag. Er ist 50 Jahre jung, seit 2017 bei der Robert Bosch GmbH, war vorher bei T-Labs, auch für KI und Cybersicherheit zuständig, Industrie 4.0, hat Informatik studiert, Computerlinguistik und in Osnabrück zu KI promoviert. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. So, danke schön. So, ein Geheimnis kann ich schon lüften, was ich nämlich mache. Das stand auch in dem besagten LinkedIn. Ich arbeite jetzt hier, leite das Projekt Digital Trust in unserer Organisation von einem Chief Digital Officer. Und da werde ich mich eben jetzt auch mit KI, aber eben auch mit Security, Cyber Security und diesem digitalen Vertrauen beschäftigen. So, die erste Frage quasi schon gelöst. Ich muss gestehen, die Folien, die ich jetzt gleich zeigen werde, sind Englisch. Ich spreche aber Deutsch, das heißt, Sie müssen das nicht dann gleich online übersetzen, Sie kriegen die Folien nachher. Die habe ich auch so ein bisschen ausführlicher gemacht, dass ihr dann das praktisch auch als Referenz nehmen könnt. Das reicht, wenn Sie mir zuhören. Und einige Folien habe ich auch so ein bisschen provokant gemacht, weil ich das ganz schick finde, wenn es da nachher gute, kernige Diskussionen gibt. Also Sie dürfen dann in den Diskussionen natürlich auch gerne harte Fragen stellen, mich fordern, das macht dann Spaß. Wir müssen das ja auch so ein bisschen ausnützen, dass wir uns, dass wir uns heute wirklich physisch sehen. Das finde ich ganz toll, dass die Veranstalter das möglich machen konnten. Das ist Monate her, dass ich das letzte Mal so viele Menschen bei einem Vortrag gesehen habe. Also ich finde das super. Und lege jetzt los. 25 Minuten hat mir gesagt. Ne? Gut. So, naja, ich meine, Sie sind ja vom Fach und wissen, dass Ihr Publikum immer auf die Uhr guckt.
Ja, also es geht hier um KI und Ethik und aus meiner Sicht adressieren wir gerade in der Diskussion nur die Spitze von einem Eisberg. Das, was ich werde jetzt in dem Vortrag eigentlich versuchen, die Kirche so ein bisschen im Dorf zu lassen und viele Ängste wegzunehmen und zu sagen, ja, also das so weit sind wir noch gar nicht oder KI ist eigentlich jetzt weniger kritisch, als viele denken. Trotzdem ist so in der Entwicklung, wenn man nach vorne denkt, natürlich das Potenzial, das künstliche Intelligenz hat, schon enorm. Und das wird also ganz viel auch ändern in der Art, wie wir unseren Alltag gestalten, wie wir Informationen wahrnehmen. Das ist ja auf Einkaufserlebnisse schon hingewiesen worden, dass man dann immer wieder dieselben, wenn man nachgeguckt hat, dass einem dann etwas öfters vorgeschlagen wird, wenn die Leute jetzt mehr Apple Pay nehmen oder so und der Rechner dann auch weiß, weil der Kaufvorgang abgeschlossen ist, wird das allerdings nicht mehr passieren. Ja, jetzt so eine KI arbeitet ja immer mit den Informationen, die man bei der Hand hat und jetzt ist es eben die Suchinformation, nachher wird die dann auch wissen, wann der Kauf dann abgeschlossen ist und dann gibt es zu dem Trachtenjanker vielleicht eine Lederhosenempfehlung oder Bergstiefel, wer weiß. Und, aber das ist natürlich dann auch, wie uns die Informationen präsentiert werden. Ja, also die Gefahr, dass man sich zunehmend in Echo-Chambern dann bewegt und das Weltbild dadurch geprägt wird, ist schon sehr groß und das wird mit Sicherheit eben auch Auswirkungen auf die Gesellschaft und wie wir uns selber organisieren haben. Und auch die Regulierung und Gesetzgebung wird durch KI beeinflusst werden. Dazu gebe ich Ihnen auch gleich noch ein Beispiel. Das heißt also, mit KI sich gründlich zu beschäftigen, macht durchaus Sinn, sowohl von den technischen Perspektiven, was kann man damit machen, was ist möglich, aber dann auch von den Auswirkungen auf die Gesellschaft. Also, die KI ändert zum Beispiel auch schon unsere Definition von dem, was als hohes Risiko wahrgenommen wird. Bisher war das eigentlich so, hohes Risiko waren so Sachen, wo man Arme, Beine oder Leben verlieren konnte. Und jetzt in dem neuen Vorschlag von der EU-Kommission ist das aber auch das Rechte, Bürgerrechte beschnitten werden können. Das wird genauso als hohes Risiko, zum Beispiel bei der Auswahl von HR-Systemen oder wenn Sie sich bewerben, dadurch, dass Ihre Bürgerrechte beschnitten werden könnten, wird das als High-Risk-Application dann gesehen. Ich bin zwiegespalten, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Einerseits verstehe ich das, einerseits finde ich das gut, andererseits finde ich, ist ja eigentlich noch besser, körperlich intakt zu bleiben und man kann ja dann noch klagen, aber wenn Sie verletzt wurden, dann ist schlecht. Hier auf dem Bild sehen Sie zwei High-Risk-Areas. Das eine sieht eigentlich eher harmlos aus, ich sage Ihnen nicht welches. Also für eine der beiden Situationen gibt es allgemeine Prozeduren und ein akzeptiertes Curriculum, dass man meint, gesellschaftlich dieses Risiko ordentlich handeln zu können. Irgendwelche Ideen? Völlig klar, die Frau mit dem Laptop ist natürlich gefährlicher. Ja? Also wenn da auf dem Laptop eine AI-Anwendung drauf ist und die vielleicht im Personalbereich arbeitet, dann ist nach den jetzigen Vorstellungen der EU-Kommission ist das ein Risiko, was man nicht durch Unterricht und Prozesse so zähmen kann, dass wir der Frau voll vertrauen können, sondern das muss dann auch extern dokumentiert und verifiziert werden. Während Schusswaffengebrauch ist, da gibt es eben Jagdschein, Prüfung und Ordnungsämter, das passt dann schon. Ja, also das ist jetzt für mich zum Beispiel so ein Anwendungsfall, wo man sagen muss, okay, dadurch, dass jetzt KI neu ist, ist Vorsicht schon okay. Aber wenn wir alle AI-Applikationen dann auf Unternehmensebene selber dann nochmal auditieren wollen, dann ist das vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Ja, dann kann man das vielleicht ähnlich wie Waffenbesitzkarte, Jagdschein oder so, dann kann man die allgemeinen Anforderungen, die man hat,
für alle gültig niederschreiben, hat ein Curriculum, was die Leute können müssen, welche Verantwortung sie gewahr sein müssen, dass man das dann ordentlich managen kann. Aber wir sind in einem gesellschaftlichen Lernprozess. Ethik, wozu hat der Mensch das erfunden? Ethik, also kommt von dem griechischen Ethos und heißt eigentlich Gewohnheit, Sitte, Brauch. Das heißt, das Miteinander soll geregelt werden, dass man die gesellschaftlichen Interaktionen berechenbar hinbekommt und man weiß, was man vom anderen erwarten kann. Für uns Europäer, quasi das Abendland, ist Aristoteles da besonders wichtig gewesen. Der hat ein Standardwerk geschrieben, das auch heute noch lesenswert. Wahrscheinlich haben das die meisten hier irgendwann mal auch gelesen, die Nikomachische Ethik, wo er eben dann verschiedene Tugenden unterscheidet, die Verstandestugenden und dann die eigentlich ethischen Tugenden, die man nur durch Üben ausprägen kann und ausbildet. Das Interessante ist nämlich, wir wissen auch heute noch gar nicht, wie Ethik eigentlich so in Lebewesen funktioniert. Ja, also wir haben nur den Eindruck, bis 18 Jahre hat sich das irgendwie eingeschliffen und spätestens bis 21, sonst fangen gesellschaftliche Sanktionen an. Aber wie die Prozesse aussehen, ganz schwierig, wissen wir eigentlich nicht und deshalb können wir es auch nicht implementieren auf Maschinen. Also etwas, was man, Grundvoraussetzung, wenn man etwas implementieren will, sollte man es eben verstanden haben und das haben wir eben nicht. Und deshalb ist eben schwierig, wie können wir das den Maschinen beibiegen? Also wie ist das, wenn Maschinen in unserem Habitat mit uns interagieren, dass das berechenbar ist? Roboter oder hochautomatisierte Fahrzeuge. Die Menschheit hat nämlich sonst das Problem gelöst, wie man mit fremden Intelligenzen umgeht, also mit anderen menschlichen Intelligenzen durch unser Rahmenwerk, das rechtliche, aber eben auch ganz viel durch Gewohnheiten, das ist nicht alles über Gesetze kodifiziert worden. Dann bei Tieren ist es so, da ist es entweder der Halter, der dafür eben zuständig ist, oder Wildtiere, die haben keinen Schutz. Entweder verhalten sie sich ordentlich oder werden bejagt, aber auch damit gehen wir als Gesellschaft irgendwie um. Wie machen wir es aber mit Robotern? Gerade in dem, Sie hatten ja schon das Beispiel gebracht, bei dem hochautomatisierten Fahren wird gern dieses Trolley-Dilemma genommen. Ja, das ist also so ein ganz konstruierter Fall. In einer quasi Unfallsituation hätte der Fahrer jetzt noch die Möglichkeit, zwischen zwei Personengruppen, zum Beispiel ältere Leute und jüngere Leute, zu unterscheiden, in welche Menschenmenge er reinrast. Ja, also das ist ein hochgradig artifizieller Fall. Aber lassen wir ihn mal so stehen. Interessant ist, wie Menschen darauf reagieren. Also wenn man im asiatischen Raum fragt, dann sagen die, ja, völlig klar, Ehrfurcht gegenüber dem Alter, die jungen Leute da umfahren. Finde ich mit steigendem Alter natürlich, die Sichtweise hat was. Wenn Sie in den USA fragen, dann heißt ja völlig klar, die Jungen haben die Zukunft vor sich, hier in die Alten reinfahren. Und bei uns sagt man, ja, die Frage darf man so sowieso nicht stellen. Ja, also das ist sehr von dem Kulturraum abhängig. Und da gab es hier die Dobrindt-Kommission, also bei dem letzten Verkehrsminister. Und der hatte eben so eine ethische Kommission dazu. Und die hat eben auch nochmal klargestellt, dass solche Urteile, die setzen ein ethisch ausgereiftes Urteilsvermögen voraus und das kann man nicht an Maschinen delegieren. Das heißt also, diese Entscheidung ist nach heutigem Kenntnisstand, sollte die nicht von Maschinen getroffen werden können, weil die eben diese sittliche Reife, dieses ein Werturteil nicht bewusst fällen können. Was ich auch unter technischer Perspektive absolut in Ordnung finde, weil ich sehe auch als Informatiker keinen Entwicklungspfad im System von heute aus gedacht, dass das leisten könnte. Ja, da haben wir keine Ahnung, wie etwas, was wir nicht verstanden haben, wie man das implementieren oder trainieren könnte. Und
Nee, reicht jetzt nicht. Hausaufgabe, sich hier vielleicht dieses YouTube-Video mal selber anzuschauen. Ich erzähle Ihnen ganz kurz in zwei Sätzen, worum das da geht. Um dieses ethische Verhalten und was ist Recht und Anstand, das haben nicht nur wir Menschen, sondern auch Tiere, also Säugetiere, Vögel. Und also Intelligenz ist eben etwas, was nicht nur bei Menschen vorkommt, sondern auch in anderen Lebensformen, graduell unterschiedlich. Aber wir haben da jetzt kein, das ist nichts menschlich Spezifisches. Franz de Waal, ein sehr lesenswerter Verhaltensforscher, der hat hier so eine Untersuchung gemacht mit Äffchen. Und die kriegen für eine Aktion dann eine Belohnung. Und erstmal so eine Gurke. Und dann bekommt das eine für genau dieselbe Arbeit eine viel bessere Belohnung. Ja? Und das andere fühlt sich dermaßen dann benachteiligt, also das Gerechtigkeitsgefühl ist gestört und das ergreift dann Aktionen dagegen. Schauen Sie sich das mal an, das ist eigentlich sehr nett, aber zeigt, dass Intelligenz und Sozialverhalten, das braucht auch Embodiment. Ja, also in der künstlichen Intelligenz redet man auch davon und bei Kognitionswissenschaft, dass Intelligenz eigentlich immer auch zu einer Körpergeometrie gehört. Deshalb also die Intelligenz, die Sie als Menschen ausgeprägt haben, ist spezifisch und zum Beispiel auch bei anderen Primaten, die Daumen anders haben, also auch dann anders greifen, müssen Tests anders gemacht werden, sonst kann man die Intelligenz nicht richtig messen. Das heißt also, die Intelligenz und die konkrete Erscheinungsform sind aufeinander bezogen. Auch das müssen wir in Betracht ziehen, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen und künstliche Intelligenzen designen wollen. Was können wir von Maschinen überhaupt erwarten? Ja, also, und welches Bild haben wir von den Maschinen? Wenn ich so die öffentliche Diskussion verfolge, dann habe ich den Eindruck, die werden schon sehr optimistisch betrachtet. Ich habe Ihnen hier so Bilder gemacht. Der erste mechanische Computer, die Differenzmaschine von Charles Babbage. Dann ein High-End-Computer, der jetzt gerade in hochautomatisierten Fahrzeugen eingesetzt wird. Und dann hier Data von Star Trek, kennen sicher auch einige. Das ist natürlich so eine künstliche Intelligenz mit moralischen Werturteilen, mit der man schon debattieren kann. Mit den anderen beiden Geräten nicht. Und wir sind eher momentan auf der Stufe der anderen beiden Geräte. Was können wir denn jetzt überhaupt machen? Mit was für Systemen arbeiten wir und welche ethischen Konzeptionen könnte man dort hinterlegen? Da wollte ich Ihnen so eine kurze Übersicht geben. Also für ein gereiftes sittliches Werturteil müssen Sie sich auch entscheiden können. Da brauchen Sie sowas wie Entscheidungsfreiheit, das heißt auch Freiheit, Willensfreiheit. Das ist eine Voraussetzung, die wir als Menschen wahrscheinlich erfüllen, auch wenn man jetzt nicht genau weiß, wie es funktioniert. Bei Maschinen aber definitiv nicht. Wir können fünf Ebenen von Systemen unterscheiden und die Ethik, die ist praktisch eine Funktion aus den Freiheitsgraden, also aus dem Autonomielevel, den ein System hat und wie es die Welt wahrnimmt. Auf der niedersten Stufe haben wir praktisch Systeme, die hart programmiert werden, die überhaupt keinen Spielraum haben, sondern wo der Programmcode einfach so abläuft. Damit kann man natürlich trotzdem auch super Sachen machen. Eine oder andere hat vielleicht von diesem ELISA-Programm gelesen, das 1975 von Josef Weizenbaum geschrieben wurde. Und das simuliert einen Psychotherapeuten, also einen Psychologen. Und manche Leute waren also der Ansicht, wenn sie, das war praktisch so ein Chatbot, und dass sie mit einem intelligenten Menschen da sprechen, weil Fragmente aus dem Satz wurden mechanistisch aufgenommen und in irgendwelche anderen Sätze gepackt. Also zum Beispiel erzählen Sie mir mehr von Ihren Eltern
Und dann, wenn er irgendwas gesagt hat und ein Vater kam, ihr Vater scheint eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt zu haben, erzählen Sie mehr davon. Und dann hat er wieder irgendwas geschrieben, wurde wieder was rausgepickt, aber rein mechanisch praktisch. Ja, also auch mit so ganz einfachen Programmen kann man Intelligenz durchaus künsteln. Dann gibt es die zweite Stufe, da haben die Maschinen, das ist zwar auch so deren Weltbild, eigentlich schon fest einimplementiert, einprogrammiert, aber die können das mit Sensorinformationen, die sie aus der Umwelt ziehen, dann anreichern und in Bezug nehmen. Das heißt, praktisch so Steuerungen und so Smart-Home-Systeme, auf dieser Ebene bewegen wir uns dann. Ja, also das wirkt schon so ein bisschen schlauer, deshalb Smart-Home, aber also so wirklich, wirklich intelligent und schlauer ist das noch nicht. Das heißt also eigenständige Entscheidungen, außer so Temperatur anpassen oder so, ist da nicht drin. Jetzt die dritte Ebene, da fängt es an, so schon spannender zu werden, ja, weil man da hier auch so eine Art Sozialverhalten ganz rudimentär schon programmieren kann. Das ist, wer sich von Ihnen mit so Lego-Robotern, vielleicht auch im Unterrichtskontext, mit so AGs schon beschäftigt hat oder mit diesen Fußballrobotern, das ist die Ebene, die dafür relevant ist. Ja, also da sind ganz viele Sachen in dem System schon angelegt, aber die haben eine eigene Wahrnehmung. Also das Weltmodell und der Weltausschnitt, in dem man sich bewegt, wird dann durch Perzeption angereichert. Und die können dann also auch Strategien entwickeln, wie sie mit anderen interagieren. Also zum Beispiel mit der eigenen Mannschaft oder Gegnern der Mannschaft. Das heißt, hier kann man schon ethische Entscheidungsmodelle, die zum Beispiel so einfache Utilitarismen, also dass man hat ein Ziel und versucht, dieses Ziel einfach zu erreichen und handelt dementsprechend. Also auf dieser Ebene kann man anfangen, ethische Modelle zu implementieren. Die vierte Stufe, die ist wieder spannender. Da bewegen wir uns dann so in den Bereich von einem hochautomatisierten Fahren oder von sozialen Robotern. Das heißt also, hier ist eigentlich weniger die Weltwahrnehmung geschieht durch die Sensorik. Die sind adaptiv, müssen mit neuen Situationen umgehen können, müssen umdisponieren können und brauchen dafür auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Also müssen sich in Raum und Zeit als kontinuierlich wahrnehmen können, um dann eben auch auf frühere Entscheidungen zurückgreifen zu können. Ja, also da kann man schon, in dem Fall ist es schon gerechtfertigter, von einer künstlichen Intelligenz zu sprechen, weil auf Basis von vorangegangenen Entscheidungen, Richtungsentscheidungen oder so, wird dann eben auch wieder erneut entschieden. Und hier könnte man zum Beispiel so einfache Pflichtenethiken, ja, also zum Beispiel hier bei einem Auto, du darfst auf keinen Fall Menschen gefährden. Und mit einer utilitaristischen Komponente dann koppeln, also keine Menschen gefährden, aber dein Ziel sollst du nach Möglichkeit doch erlangen. Hier habe ich mir das Bild gespart, aber auf der Ebene sind dann auch so militärische Systeme. Da gibt es ja auch schon ganz schön viel und die haben da natürlich ein anderes Ethikmodell implementiert. Aber auch hier, also im militärischen Bereich zum Beispiel, ist das mit diesem Trolley-Dilemma, wäre kein Dilemma, weil die haben dann tatsächlich auch völkerrechtlich diesen Utilitarismus eigentlich fest implementiert praktisch. Also es gibt bestimmte Ziele, die zu erreichen sind und dafür darf sogar Kollateralschaden, wenn er eine bestimmte Dimension nicht überschreitet, akzeptiert werden. Das heißt also, auch hierfür gibt es schon gesellschaftliche Überlegungen, die allerdings jetzt heute Abend bei uns keine Rolle spielen. Aber ich wollte mal ansprechen, dass das auch ein sehr aktiver Bereich ist, den man als Bürger natürlich auch mit betrachten sollte und sich dessen bewusst sein sollte. So richtig spannend wäre es dann eben,
wenn eine Maschine wirklich eine eigene, komplette eigene Wahrnehmung von ihrer Umwelt hat und basierend auf dieser Wahrnehmung systematisch plant, ihre Ziele durchzusetzen, aber auch mit anderen Entitäten, denen sie dabei begegnet, dann zu interagieren. Das ist ein Problem, das wir heute noch nicht haben. Also hier dieser fünfte Level ist Zukunft, aber wissenschaftlich, technisch müssen wir darüber schon nachdenken. Ja, also einmal, wie kann man, welche logischen Formalismen könnte man da hinterlegen und wie kann man das überhaupt handhaben? Man hat heute zwar logische Formalismen, wie man damit umgehen könnte, also so mit Modallogiken praktisch, die das auch ermöglichen, sich quasi in jemanden reinzuversetzen und von einer fremden Perspektive zu planen. Allerdings ist das so kompliziert, so komplex, dass wir das nur für triviale Domänen wirklich schaffen, für kleine Domänen. Und sonst hat das eben, wenn es hier Mathematiklehrer gibt, also die sind, sonst hat man es eben hier mit nicht entscheidbaren Logiken zu tun, im allgemeinen Fall, was sehr ärgerlich ist, weil ethische Probleme würde man ja gerne entscheiden können. Das heißt also, hier ist noch echter Forschungsbedarf, konzeptuell, aber ich hatte das schon vorher gesagt, ich sehe jetzt momentan auch noch nicht, wie wir solche Systeme bauen können, die da wirklich stabil wären und diesen ausreichenden Autonomiegrad wirklich beherrschen könnten. Aber das ist Zukunft, damit werden wir uns beschäftigen müssen. Und dafür brauchen wir dann auch sowas wie Konventionen, die müssen wir festschreiben, dass klar ist, was man von solchen Systemen erwarten kann und wie die sich dann in unseren Alltag integrieren lassen. Wir haben uns als Bosch damit auch schon ein bisschen befasst und überlegt, wie stellen wir uns zur künstlichen Intelligenz auf. Wir haben ja dieses Motto Technik fürs Leben. Das heißt also, wir wollen, dass der Mensch dominant ist und die Technik dem Menschen hilft. Und bei der KI, wenn man die zu weit treibt, dann kann das, also wenn künstliche Systeme selber entscheiden könnten und ihre Priorisierung selber festlegen könnten, kann es auch sein, dass die anders entscheiden, als man das so als Mensch manchmal gerne hätte. Und deshalb haben wir hier eben festgelegt, dass wir den Menschen im Mittelpunkt haben und wir unterscheiden drei Möglichkeiten der Steuerung von KI-Systemen. Das heißt also einmal, wo der Mensch wirklich im Kommando ist und die KI nur berät, so entscheidungsunterstützende Systeme, ähnlich wie Navigationssystemen in Ihrem Auto. Ja, Sie können darauf achten, müssen aber nicht. Dann, dass der Mensch eben in Entscheidungsprozess immer noch eingreifen kann. Das wäre zum Beispiel bei Parkassistenzsystemen der Fall. Ja, Sie können sich einparken lassen, aber Sie können das auch die Entscheidungen des Systems jederzeit überreiten und selber ins Steuer greifen. Und dann gibt es aber auch Anwendungen, wo aufgrund von zeitlicher Kritikalität das nicht sinnvoll ist, mit dem Benutzer in Kommunikation zu treten. Ja, also wenn ein System fragen würde, ich könnte jetzt den Airbag auslösen, aber soll ich es denn auch? Dann ist der Käse gegessen. Ja. Deshalb bei solchen Systemen, da sagen wir Human on the Loop, da legt der Mensch dann die Entscheidungsparameter fest und die können im Nachhinein nochmal getestet werden, dass das auch wirklich funktioniert hat. Aber in der spezifischen Entscheidungssituation ist die Entscheidung eben delegiert worden an das System. Aber als bewusster Prozess praktisch. Und damit haben wir eigentlich, denke ich, sichergestellt, dass es wirklich da, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und auf ihn die Entscheidungen immer zurückgehen. Also entweder direkt in der Entscheidung oder dann als delegierte Entscheidung, aber kontrolliert vom Menschen. Ich habe jetzt einige Sachen angerissen und ich hoffe, das gibt dann auch quasi Stoff für unsere Diskussion nachher. Das ist aber das ist eine Entwicklung, die weitergehen wird und womit wir uns alle noch
beschäftigen müssen und was wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Ja, also die einerseits die Art und Weise, wie uns künstliche Intelligenzen in Systemen, wenn wir einkaufen, wenn wir was bestellen, wenn wir Informationen zu uns nehmen, wie wir da vielleicht möglicherweise manipuliert werden oder wie ein System uns diese Informationen präsentiert. Da müssen wir eben gucken, dass das so bleibt, dass wir das auch in Ordnung finden. Aber dann auch die Regulierung von KI, dass man da nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet und dann letztendlich doch individuelle Entscheidungsspielräume zurücknimmt und an ein Komitee oder eine Bürokratie überträgt. Und eine KI ist eigentlich auch wie eine Bürokratie auf Steroiden, sondern dass eben auch da der Mensch eigentlich das Vertrauen in den Menschen und die menschliche Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit, dass die nicht hintergangen wird. Ja, also auch die KI ist ein gutes Feld, wo wir unsere Bürgerrechte da immer gewahr sein müssen, dass wir die auch morgen noch haben. Und in beide Richtungen, ja, Überregulierung und die Technik selber. Aber es ist ein spannendes Thema und KI kann uns eben auch helfen, super schwierige Probleme zu lösen, wo wir heute bisher keine adäquaten Tools und Werkzeuge dafür haben. Deshalb ist es etwas, worauf wir uns auf alle Fälle einlassen sollten, positiv, aber eben mit Bedacht. Und Sie in einer Situation, wo Sie die Ausbildung und Bildung von anderen mit beeinflussen können, Ihnen kommt da natürlich eine besondere Rolle zu und da möchte ich Sie wirklich motivieren, sich mit dem Thema ganz besonders und mit den verschiedenen Blickwinkeln auseinanderzusetzen. Vielen Dank für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. So, liebe Gäste, erstmal herzlichen Dank, Herr Dr. Peilo, für Ihren Vortrag. Wir kommen da natürlich später noch sehr gerne darauf zurück. Und mir ist es jetzt eine Freude, unseren zweiten Referenten, Herrn Dr. Thilo Hagendorf, vorzustellen. Es ist mir eine Freude, ja, Sie vorzustellen und Sie hier begrüßen zu dürfen und einen ganz kleinen Einblick in Ihr Tun hier auch geben zu dürfen. Herr Dr. Hagendorf ist Experte für angewandte Ethik und Autor zahlreicher Veröffentlichungen in diesem Bereich. Ihre Schwerpunkte sind, wenn ich es richtig gelesen habe, Machine Learning, KI, KI-Ethik, Medienethik, Technikethik, Informationsethik und auch hier dieses Thema Privatheit und Datenschutz noch mit einbezogen. Herr Dr. Hagendorf ist Mitglied im Exzellenzcluster Machine Learning, New Perspectives for Science, einem internationalen Zentrum für Ethik in Tübingen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sind zwei verschiedene? Okay. Okay, Sie sind an beiden, gut. Und ganz herzlichen Dank. Und außerdem sind Sie noch tätig als Lehrbeauftragter am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Zusätzlich noch Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen zur KI-Governance. Also insofern vielfältige Tätigkeitsbereiche und auch Veröffentlichungen in diesem Kontext. Ja, wir freuen uns außerordentlich, Sie jetzt aus dieser Schwerpunkt-Ethik-Perspektive auch hören zu dürfen und im Anschluss dann in ein Gespräch mit Ihnen beiden und auch mit Ihnen hier im Saal eintreten zu dürfen. Sehr gerne dürfen Sie sich schon mal darauf vorbereiten, nachher auch Ihre Fragen hier loszuwerden, dass wir die den Experten dann stellen können. Dann viel Spaß und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Okay, perfekt. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Vorstellung, vielen Dank für die Einladung. Ich fange einfach gleich an. Wenn man über KI-Ethik spricht, ist es so, es gibt eigentlich kaum ein Fachmagazin, wo nicht fast in wöchentlichem Abstand drinstünde, wie wichtig dieses Feld ist. Also es gibt zahlreiche Forderungen danach, dass wir KI-Ethik brauchen. Ich habe, als ich den Vortrag vorbereitet habe, das sieht man hier unten, ich mache den Laserpointer noch gerade an, hier unten mal bei Google Trends geschaut für den Suchterm AI Ethics, wie sich das verhält. Google veröffentlicht nur relative Zahlen, aber es ist eindeutig, das Interesse an diesem Feld steigt.
Wie setzt man jetzt diese Forderungen nach KI-Ethik um? Man entwickelt Ethik-Richtlinien. Das sind im Grunde genommen Listen an Prinzipien, die man einhalten soll oder einhalten muss. Also es ist ein deontologischer Ansatz. Und diese Ethikrichtlinien kommen aus der Wissenschaft, aus der Politik und auch aus der Industrie. Ich habe hier nur drei Beispiele. Vielleicht kennen einige von Ihnen dieses Trustworthy AI-Papier von der Europäischen Kommission, wo jetzt inzwischen ja auch ein Rechtsrahmen entsprechender nachgeliefert wurde. Es gibt viele, viele weitere Beispiele. Insgesamt sprechen wir ungefähr über 100 solcher Ethikrichtlinien, die in den letzten 5, 6, 7 Jahren überall auf der Welt veröffentlicht worden sind. Und jetzt natürlich interessant, hier mal einen Überblick zu kriegen über diese Ethikrichtlinien, einfach um zu schauen, gibt es in der KI-Ethik vielleicht einen Konsens auf bestimmte Prinzipien oder bestimmte ethische Werte. Und ich war der Erste, der so eine Metastudie zu diesen KI-Ethik-Richtlinien 2019 publiziert hat. Es folgten zwei nachfolgende Studien, eine aus Harvard, eine von der ETH Zürich, wo eben jeweils unterschiedliche Richtlinien untersucht worden sind. Ich fange mal mit meiner an. Das ist sozusagen das Herzstück der Studie, wird nicht so schön dargestellt, ist auch unleserlich, ich zoome das gleich noch ran. Aber man sieht eben in der oberen Zeile die einzelnen Richtlinien, die ich untersucht habe. Das waren 21 internationale KI-Ethik-Richtlinien und an der Seite eben die einzelnen Issues oder Prinzipien, um die es da geht. Wie gesagt, das kann man jetzt nicht lesen. Ich habe ein paar Statistiken zu diesen Richtlinien gemacht, habe zum Beispiel gezeigt, dass Richtlinien aus der Wissenschaft im Schnitt mehr Prinzipien stipulieren als Richtlinien aus der Industrie und lauter solche kleineren Punkte. Aber was uns, glaube ich, heute interessiert, ist einfach mal zu schauen, was sind das für Prinzipien? Was sind die wichtigsten, die am meisten genannten Prinzipien? Die sehen Sie oben in dieser Tabelle. Das ist das Privacy Protection, also Privatheitsschutz, Accountability, also Klärung von Verantwortungsbeziehungen, Fairness, Transparency, Safety und eventuell auch noch Common Good. Das sind so die wichtigsten Prinzipien, die fast in allen diesen Richtlinien auftauchen. Das war das Ergebnis meiner Studie. Dann kam die zweite von Jessica Field und Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt aus Harvard, die haben das gleiche Ergebnis rausgefunden. Man muss, also hier auf dem äußeren Ring sieht man jetzt hier die einzelnen Richtlinien, wieder schwer zu lesen, deshalb zoome ich es ran. Man muss das jetzt von unten nach oben lesen. Also was ist am wichtigsten? Privacy, Accountability, Safety, Transparency, Fairness und so weiter. Und auch die dritte Studie von Anna Jubin hat das belegt. Sie hat schon 84 Richtlinien untersucht, auch Richtlinien eben aus einem nur nationalen Kontext. Die hatte ich damals noch bewusst exkludiert. Ich habe mir nur internationale Richtlinien angeschaut. Aber es spielt keine Rolle, sie kommt auch zum gleichen Ergebnis. Was ist am wichtigsten? Transparency bei KI-Systemen, Justice oder Fairness. Dann nennt sie es Non-Maleficence, das habe ich Safety genannt. Dann Responsibility, das heißt bei mir Accountability, Privacy und so weiter. So, jetzt kann ich natürlich in der Kürze des Vortrags nicht alle diese Prinzipien durchgehen, aber ich will zumindest mal zu den ersten 5 ein bisschen was sagen. Warum ist das so wichtig? Warum sind diese Prinzipien in der KI-Ethik im Speziellen so wichtig? Und ich fange mal mit Privacy an. Blende ich auch gleich noch eine Folie ein, aber vielleicht noch 2 Vorbemerkungen dazu. Privacy ist deshalb durch künstliche Intelligenz nochmal so virulent geworden, weil zum einen wir über große Datenmengen sprechen, die man in vielen oder in den prominentesten Bereichen des maschinellen Lernens braucht, um die Modelle zu trainieren. Und diese gigantischen Datenmengen enthalten natürlich enthalten in vielen Fällen personenbezogene Daten. Das ist der eine Grund, weshalb Privacy wieder sehr wichtig wird. Und der zweite Grund ist, dass man mit dem maschinellen Lernen aus, sagen wir mal, völlig unverdächtigen Informationen probabilistisch extrem private oder sogar intime Inferenzen herausziehen kann. Also, das sieht man jetzt hier auf der Folie. Ich habe ein paar wichtige Studien dazu zusammengestellt. Man kann zum Beispiel aus Klicks, die man hinterlässt im Internet,
Persönlichkeitsanalysen machen, herausfinden, ist man irgendwie introvertiert oder extrovertiert oder wie geht man mit Stress um oder lauter solche Dinge. Dann gibt es den großen Bereich der Bilderkennung, wo etwa gezeigt wurde, das ist allerdings umstritten, ob das tatsächlich geht, da gehe ich nicht auf die Diskussion ein, aber es wurde gezeigt, dass man aus Gesichtsabbildung so etwas wie die politische oder die sexuelle Orientierung herauslesen kann. Oder Krankheitsvorhersagen kann man auch machen, zum Beispiel wenn man Covid-19 hat und damit auf die Intensivstation kommt, kann man auch sehr akkurat vorhersagen, ob man daran stirbt oder wann man stirbt, lauter solche Dinge. Also man liest eben aus Daten sehr sensible Informationen probabilistisch heraus und eben auch, das ist der zweite Punkt, man liest auch interne Zustände oder mentale Inhalte probabilistisch aus, zum Beispiel durch Sprachanalyse oder auch Körpersprachanalyse, also auch die Art, wie ich mich bewege, kann von Computern analysiert werden, um auf bestimmte Emotionen zu schließen oder ähnliches. Aber da gibt es ganz viele Beispiele. Das zu Privacy. Dann gibt es den großen Bereich Accountability. Da geht es um die große Frage, wer kann zur Verantwortung gezogen werden, wenn Unfälle passieren? Bei autonomen Systemen ist das ja gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt eben eine Verantwortungsdiffusion. Es ist eben nicht klar, ist jetzt das autonome System an sich, trägt das eine Schuld und muss jetzt durch die Gewinne, die dieses System gemacht hat, Wiedergutmachung betrieben werden. Das wäre diese E-Persons-Idee, die man in den Rechtswissenschaften diskutiert. Ja, da ist der Entwickler, die Entwicklerin schuld oder der Händler oder die Händlerin oder der Nutzer. Ja, das ist einfach schwierig zu klären. Wie man dem im Wesentlichen begegnet, ist durch einfach sehr aufwendige Dokumentationspflichten, auf Basis derer man dann eben Fragen nach möglichen Entschädigungen klärt. Dann gibt es den großen Punkt Fairness oder algorithmische Diskriminierung. Ich glaube, das ist der Aspekt der KI-Ethik, der in den Medien, der Öffentlichkeit am stärksten auch diskutiert wird. Der Grund, das wissen Sie vermutlich alle, für unfaire KI-Systeme sind Biases oder Verzerrungen in Trainingsdaten, was sich dann so niederschlägt, dass es eben rassistisch anmutende Chatbots gibt oder rassistische Legal Tech oder Bilderkennungssysteme, die bei Frauen oder Menschen mit dunkler Hautfarbe schlechter funktionieren oder Systeme, die Männer als Frauen klassifizieren, wenn sie in einer Küchenumgebung stehen und lauter solche Dinge. Und dafür gibt es technische Lösungen, um algorithmische Diskriminierung möglichst zu verhindern. Gleichzeitig haben wir es aber auch mit dem zu tun, was man in der Forschung Impossibility Theorem oder Theorem, Unmöglichkeitstheorem der Fairness nennt. Weil es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Fairness und die schließen sich gegenseitig aus. Das heißt, je nachdem, aus welcher Perspektive man auf ein KI-System blickt, ist es grundsätzlich unfair, was es an Outputs produziert. Und das ist etwas, was in dem öffentlichen Diskurs leider gar nicht so beachtet wird. Und auch ein zweiter Punkt wird nicht beachtet, nämlich, dass es einen fundamentalen Widerspruch gibt zwischen Fairness und Akkuratheit. Ich kann nicht beides haben. Wenn ich ein KI-System fairer mache, mache ich es auch weniger akkurat. Was auch wiederum ein gewisses Problem ist. Wie kann man das erklären? Also wir nehmen an, wir haben hier so einen fiktiven Datensatz. Das sind Personen, die haben einen Test gemacht, zum Beispiel, ob sie, sagen wir, an einer Universität erfolgreich sind. Und da gibt es eben Kreispersonen und Vierexpersonen. Und in dem Datensatz sind eben auch Informationen drin, ob sie dann an der Universität erfolgreich waren oder nicht. Das ist eben das Plus oder das Minus. Und je weiter rechts sie eben auf dieser Skala sind, desto mehr Punkte haben sie in diesem Test. So, und jetzt ist die Frage, bei welcher Punktzahl in diesem Test sagt man, ja, ist bestanden oder ist nicht bestanden? Und der optimale Cut-off wäre eben hier. Warum ist der hier? Ja, weil man hier die höchste Akkuratheit hat. Man macht die geringste Anzahl an Fehlern, nämlich nur 7 Stück. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil man eine Person zulässt, die scheitert, und 6 ablehnt, die eigentlich Erfolg hätten.
Aber es ist ja relativ offensichtlich, diese Uni hier, diese fiktive, besteht nur aus Kreismenschen. Es gibt überhaupt keine Diversität. 4 Ex-Menschen sind exkludiert. Die gibt es nicht. Das heißt, wenn wir das jetzt fairer machen wollen, dann müssen wir diesen Cut-off verschieben, eben nach hier. Dann haben wir aber mehr Fehler, nämlich jetzt ja 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also weniger Akkuratheit. Und das ist eben ein grundsätzliches Problem im maschinellen Lernen. Man hat eben ja, unterschiedliche Modelle, die hier mit diesen Punkten dargestellt sind, die entweder besonders viele Fehler machen oder besonders unfair sind. Und dann muss ich eben entlang dieses Pareto-Optimums hier, Kraft menschlicher Urteilsfähigkeit, gibt es keine mathematische Formel dafür, mich entscheiden, was will ich jetzt eigentlich? Und da gibt es eben unterschiedliche Kontexte, wo ich entweder das eine oder das andere präferieren muss. So, ich will mich nicht in Details verlieren, deshalb gehe ich zum nächsten ganz wichtigen Prinzip über, nämlich Transparenz. Hier wird zum einen in den Ethikrichtlinien organisationelle Transparenz gefordert, also dass man sagt, Informationsasymmetrien müssen verringert werden, Kunden, Kundinnen müssen mehr über Unternehmen wissen, Bürger, Bürgerinnen müssen mehr über Behörden wissen. Ja, da haben wir ja diese Asymmetrien und die sollen eben verringert werden. Aber neben dieser organisationalen Transparenz ist eigentlich der noch wichtigere Punkt die technische Transparenz, die gefordert wird unter diesem großen Schlagwort Explainability. Das Grundproblem ist hier, dass bei neuronalen Netzen einfach das, was im Inneren dieser Netze passiert, das übersteigt menschliche Möglichkeiten zur Informationsverarbeitung. Wir können da reinschauen, wir können im Einzelnen gucken, was dort passiert, aber das gesamte Wirken dieser Netze an sich ist für uns einfach unerklärbar. Deshalb wird immer wieder gefordert, dass man eben Techniken entwickelt, um Erklärbarkeit herzustellen, damit man Gründe für maschinelle Entscheidungen angeben kann. Und da gibt es dann verschiedene Verfahren, das überspringe ich jetzt mal, wie das im Einzelnen geht. Das nächste Prinzip in meinem Parforce-Ritt, Sicherheit. KI-Systeme sind wie jedes andere Stück Software und haben entsprechend Sicherheitslücken, die sehr schwer auszumerzen sind. Vor allen Dingen geht es da um Data Poisoning Attacks, die man macht, sogenannte, wobei Trainingsdatensätze manipuliert werden. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie machen jetzt eine konzertierte Aktion und tun alle in Ihrem E-Mail-Postfach eine Spam-E-Mail so markieren, dass Sie sagen, das ist kein Spam. Dann trainieren Sie damit einen Spam-Erkennungsalgorithmus, eben indem Sie das vergiften, die Trainingsdaten für diesen Algorithmus. Und so kann man eben Angriffe auf KI-Systeme fahren. Und jetzt das zweite große Feld sind Adversarial Examples, wo man, um zum Beispiel auf den Bereich der Bilderkennung einzugehen, über die Manipulation von Bildern Fehlklassifikationen provoziert. Das kann zum einen darüber geschehen, dass man ein Rauschen, Pixelrauschen zu Bildern hinzufügt, was für uns Menschen nicht erkennbar ist, was aber zu kompletten Fehlklassifikationen bei einer Maschine führt, was natürlich ein großes Problem ist bei Robotern in sicherheitskritischen Bereichen und so weiter. Oder das kann auch so etwas Simples sein, wie eine blickwinkelabhängige Folie, die man auf ein Schild klebt, die dann beim autonomen Auto einfach zu einer Fehlklassifikation von einem Verkehrsschild führt. Ja, ich komme zurück zur Übersicht. Wie gesagt, das war jetzt ein wirklicher Parforce-Ritt, sagen wir mal, durch die 5 wichtigsten Prinzipien. Ich kann die nicht alle durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir später noch auf das eine oder andere, auch weniger häufig genannte Prinzip zu sprechen kommen. Jetzt ist es natürlich so, dass das Ganze hier in der Forschung nicht ohne Kritik geblieben ist. Zum einen wird gesagt, Mensch, vor allen Dingen bei solchen Richtlinien, die aus der Industrie kommen, hier wird eigentlich Ethik zu Marketingzwecken benutzt. Hier wird Ethik benutzt, um vielleicht auch binding legal norms, also bindende Gesetze abzuwehren, ja, weil man quasi so Wohlverhaltenssignale aussendet und sagt so, ja, unsere interne Soft Governance, die reicht schon, wir haben Ethikkommissionen, wir brauchen keine bindenden Gesetze. Was ich vor allen Dingen in der Forschung in den Diskurs eingebracht habe, ist, dass ich gesagt habe, KI-Ethik als Feld, wie es gerade geführt wird, ist aus einer moralpsychologischen Perspektive eigentlich sehr naiv.
Da komme ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Ein weiterer Strang der Kritik sagt, ja, KI-Ethik kann sich eigentlich überhaupt nicht durchsetzen. Ja, es gibt keine, es gibt kein Reinforcement. Also wenn man solche Prinzipien verletzt, ja, was passiert dann eigentlich? Vielleicht ein Reputationsverlust oder so, aber mehr auch nicht. Und es wird gesagt, die Prinzipien sind viel zu abstrakt. Also KI-Entwicklerinnen, Entwickler, was machen die damit jetzt eigentlich in der Praxis? Ja, und deshalb kamen dann Paper, die gesagt haben, Principles alone cannot guarantee ethical AI. Und diese Paper aus diesem Schlag haben in der KI-Ethik das ausgelöst, was man dann Practical Turn nennt. Man gesagt hat, wir müssen jetzt von der Theorie in die Praxis, wir müssen beschreiben, wie diese abstrakten Prinzipien umgesetzt werden können. Und da sind auch wieder eine ganze Reihe an Aufsätzen dazu erschienen. Ich habe hier nur ein paar Beispiele auf der Folie und ich zeige Ihnen das anhand von einem Prinzip, wie das gedacht ist, dieser Practical Turn. Also der Ausgang ist ganz abstraktes Prinzip, das Protection of Privacy and Intimacy Principle. Was macht man jetzt damit? Keine Ahnung. Gut, ich gehe dann hin und nehme mir ein Paper aus dem Practical Turn von Jessica Morley zum Beispiel, vom What to How, ein Paper, das in Oxford entwickelt wurde. Da kann ich dann verschiedene Entwicklungsstadien eines KI-Systems schön in der Tabelle übersichtlich sehen und kann dann gucken, wie setze ich bestimmte Werte oder Prinzipien um, zum Beispiel das Privacy Principle, und werde dann eben verwiesen auf andere Paper, die mir genauer beschreiben, wie das geht, zum Beispiel auf das Privacy by Design Framework. Und das ist dann einfach deutlich detaillierter, damit kann man deutlich mehr anfangen. Aber es gibt eben immer noch Mängel und da gehe ich jetzt auch, ja, greife ich ein bisschen meine eigene Forschung auf. Denn ich habe gesagt, ich argumentiere, dass eben dieser Practical Turn an dem prinzipienorientierten oder deontologischen Ansatz festhält. Und es bleibt eben bei, auch wenngleich sehr detaillierten Listen an Prinzipien, die einem natürlich Wissen über ethische Sachverhalte im KI-Bereich vermitteln. Aber, und jetzt kommen wir auf die Moralpsychologie zurück, Wissen über ethische Sachverhalte hat keinen wirklich signifikanten Einfluss auf das Verhalten. Das kann man an so Menschen wie mir zeigen, an professionellen Ethikern. Auch die sind untersucht worden, man hat geguckt, handeln die eigentlich anders, handeln die ethischer? Die Antwort ist nein. Professionelle Ethiker haben zwar sehr viel Wissen eben über ethische Sachverhalte, aber es hat keinen signifikanten, keinen messbaren Einfluss auf ihr Verhalten. Also sie benehmen sich genau gleich wie vergleichbare andere Personen, die nicht professionelle Ethiker sind, mit einem vergleichbaren sozioökonomischen Hintergrund. Und auch das hat man empirisch an Softwareentwicklern gezeigt, aus dem Studium und aus dem Beruf. Man hat den, ja, Ethikrichtlinien vorgelegt und hat geguckt, ändert das etwas an ihrem Verhalten, an ihren Routinen, an ihrem Entscheidungsverhalten? Die Antwort ist nein, überhaupt nicht. Man nimmt das zur Kenntnis, das macht aber nichts im Verhalten. Aber darauf kommt es natürlich letztendlich an. Das heißt, ich argumentiere, dass die KI-Ethik Überlegungen zur Bounded Ethicality missachtet. Bounded Ethicality, dieser Begriff lehnt sich an den Begriff der Bounded Rationality. Also der ist, glaube ich, bekannter. Ja, da geht es eben darum, dass wir wissen, häufig wissen, was ist rational, aber wir tun es nicht. Und bei Bounded Ethicality geht es darum, dass man der Forschung eben gezeigt hat, dass wir wahnsinnig oft auch wissen, was moralisch richtig ist, es aber nicht tun, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das heißt, wir haben einen riesigen Strauß an Antezedenz für ethisches, / unethisches Verhalten. Und da haben wir eben zum einen die Environment Characteristics, also was passiert in meiner Umwelt. Und davon ist ein Faktor Coexistence. Ja, also gibt es sowas wie eine Ethikrichtlinie in meiner Organisation. Aber es gibt eben noch andere Stränge, zum Beispiel Characteristics of the Moral Issue, also wie viel Schaden wird angerichtet, wie weit weg ist ein bestimmtes potenzielles Schadensszenario von mir, lauter solche Dinge. Und es geht um Individual Characteristics, also die mich als Person betreffen, meine,
mein kognitives, moralische Entwicklung, mein Idealismus, möglicherweise meine machiavellistischen Einstellungen, meine Dispositionen. Und alle diese Dinge beeinflussen ethisches oder unethisches Verhalten in Organisationen. Und KI-Ethik konzentriert sich zurzeit nur auf diesen einen winzigen kleinen Punkt Coexistence. Und das finde ich einfach unbefriedigend. Und deshalb habe ich argumentiert, dass wir einen Übergang brauchen eben von externen Prinzipien oder von einem deontologischen Approach hin zu internen Dispositionen, hin zu dem, was man mit der Tugendethik abdeckt. Sie hatten das tatsächlich, dieses Schlagwort ja auch schon genannt, die Tugenden. Es geht um Motivation, um Charakterdisposition, um so etwas wie Persönlichkeitsentwicklung. Und da habe ich eben ein Paper geschrieben, das heißt AI Reduce the Missing Link in Putting AI Ethics into Practice. Und da habe ich eben genau schon die jetzt erwähnten Metastudien genommen und habe quasi Tugenden da herausdestilliert, die ich Basic AI Virtues genannt habe. Justice, Honesty, Responsibility und Care. Und ich war sehr erstaunt zu sehen, dass diese vier Tugenden mit einem reduktionistischen Ansatz eigentlich alle die genannten Prinzipien abdecken. Jetzt ist es aber so, dass diese Basic AI Virtues ja auch diesen Effekten der Bounded Ethicality unterlegen. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich nicht so sehr verzettel, weil die Zeit läuft. Aber darauf will ich doch noch eingehen. Also deshalb, die reichen noch nicht aus. Was sind das für Effekte? Das sind eben individuelle und supraindividuelle Faktoren. Greifen wir nur mal die supraindividuellen Faktoren raus. Also was kann kompromittieren, dass ich mich gerecht, ehrlich, verantwortungsbewusst, fürsorglich verhalte? Ja, zum Beispiel situative Kräfte, Geld oder Macht oder meine Peers, meine Kollegen, die bestimmte Praktiken haben, denen ich mich dann anschließe. Oder Autoritäten, Führungskräfte, die mir bestimmte Anweisungen geben. Ja, und so gibt es eben auch noch individuelle Faktoren, Biases, Value-Action-Gaps, System-One-Thinking, lauter solche Dinge, die man in der Psychologie sehr gut erforscht hat. Und alles das kann eben solche Charakterdispositionen, die ich trainieren kann, wie das schon Aristoteles beschrieben hat, kompromittieren. Deshalb sage ich eben, wir brauchen auch Second-Order AI-Virtues, nämlich so grundsätzliche Dinge wie Prudence und Fortitude, also Klugheit und Standhaftigkeit. Klugheit, also Prudence, bedeutet eben, dass ich diese Effekte der Bounded Ethicality überhaupt erkenne, was da auf mich wirkt. Und Fortitude heißt, dass ich standhaft bin gegenüber externen Faktoren, die meine moralischen Intuitionen möglicherweise überschreiben. Und das klingt jetzt so, als hätte es gar nichts mehr mit KI zu tun, aber eben doch. Ich glaube, dass wir genau so ein Framework brauchen in den Organisationen und Unternehmen und Wissenschaftsinstitutionen, wo KI entwickelt wird. Und wie das dann, was dann technisch im Einzelnen alles umgesetzt wird, das wissen ohnehin die Leute, die dort sitzen, am besten. Da braucht es keine KI-Ethik dafür. Also, ich komme zum Ende. Ich habe eben diese vier Basic AI Virtues definiert, diese Second-Order AI Virtues obendrauf, und das sind jetzt die letzten paar Folien, die ich zeige in aller Kürze. Wie erreichen wir denn jetzt, dass diese Tugenden, diese KI-Tugenden kultiviert werden können? Und dafür habe ich Business Ethics Journals systematisch durchgegangen, habe geguckt, was gibt es eigentlich für Paper zum Thema Ethics Training. Und dabei habe ich festgestellt, man kann eigentlich relativ gut differenzieren in individuelle und systemische Maßnahmen. Das wirkt jetzt etwas arbiträr, aber die Liste, die ich jetzt hier zum Abschluss noch zeige, basiert eben wirklich auf einer Literaturstudie. Der erste Punkt ist klar, man braucht Wissen über diese Tugenden. Der zweite Punkt ist auch klar, man braucht Handlungsstrategien. Ja, ich muss irgendwie technisch wissen, was ich mache. Logisch. Dann ist aber auch wichtig eben dieser Locus of Control. Also, dass wenn ich im Bereich KI als Entwickler tätig bin, dass ich selbst den Eindruck habe, Dinge auch kontrollieren zu können. Dass dieser Locus of Control, der sollte eben nicht außerhalb von mir, metaphorisch gesprochen, liegen. Öffentliche Bekenntnisse sind auch eine sehr effektive Maßnahme, dass man eben öffentlich sagt, ich möchte bestimmte Handlungsweisen
pflegen. Ja, man kennt das irgendwie aus dem privaten Kontext, wenn man seinen Kanten ankündigt, dass man jetzt irgendwie mehr Sport machen will oder mit dem Rauchen aufhören will. Das ist ein sehr mächtiges Mittel, um sich selbst da ein Stück weit dann auch konsequent zu machen. Ja, und Audits und Diskussionsgruppen, auch sehr wichtig, dass man organisationsintern einfach Ethical Issues diskutieren und sich darüber offen austauschen kann. Und dann gibt es eben noch die systemischen Maßnahmen. Also ganz wichtig, Einfluss von Führungskräften. Da kommen wir zum zweiten Punkt, dass eben eine ethische Unternehmenskultur oder eine Umwelt geschaffen wird, in der ethische Verhaltensweisen gutiert werden. Frauenanteil, das ist auch wichtig, die Forschung zeigt uns, Frauen sind sensibler gegenüber ethischen Dilemmata, Konflikten, Sachverhalten und sie handeln auch ethischer als Männer. Das klingt jetzt irgendwie so blöd dualistisch. Ich weiß, da müsste man jetzt vieles im Detail noch diskutieren. Kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht. Reduktion von Stress und Druck, auch ganz wichtig. Menschen, die unter Stress sind, die hohem Druck ausgesetzt sind, handeln unethischer. Zeigt auch ganz viel, gibt es ganz viel empirische Forschung dazu. Und Offenheit für Kritik ist bei Organisationen auch wahnsinnig wichtig. Also Kritik aus der Öffentlichkeit kann sehr unfair sein, kann sehr unsachlich sein, kann aber auch wertvoll sein. Und dann haben wir eben wieder die Zeitungsartikel, die sagen, hey, AI Ethics, that's all talk and no action. Und ich sage eben, nein, ist es nicht mehr, wenn wir es schaffen, dieses bloße Stipulieren von Prinzipienlisten zu überwinden, wenn wir in der Ethik moralpsychologische Überlegungen beachten und eben KI-Tugenden auch kultivieren. So, jetzt habe ich 2 Minuten überzogen. Ich hoffe, es war trotzdem okay. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, haben Sie vielen Dank, Herr Dr. Hagendorf, Herr Dr. Peilo. Sehr unterschiedliche Perspektiven, sehr spannend, sehr kenntnisreich, sehr vielfältig. Ich glaube, wir müssen das alle erstmal verkraften. Und es gibt das Ganze nachher zum Nachsehen dann auch auf den diversen Websites, damit wir das nochmal genau uns anschauen können. Für mich ist jetzt spannend, Sie beide ins Gespräch zu bringen. Wir haben einmal... gucken wir jetzt. Genau. Wir haben einmal die Wissenschaft und einmal die Wirtschaft und /Technik in einer Person. Wie funktioniert das konkret? Es wird im Internet der Dinge etwas Neues bei Bosch entwickelt und soll ethischen Grundzügen entsprechen. Wie kommen die beiden da ins Prinzip? Das Beispiel Privacy finde ich sehr naheliegend. Wir haben alle Angst davor, dass unsere Privatheit ausgeschnüffelt wird durch verschiedene Dinge. Vielleicht kann sogar die Bohrmaschine demnächst mit Mikro und Kamera, ich weiß es nicht, ist jetzt abstrus. Also was wird da entwickelt und wie ist es dann genau? Weil Privacy wünschen sich alle, aber es muss ja konkretisiert werden. Wie läuft dieser Prozess ab und wie kommen Sie beide da ins Gespräch? Vielleicht fängt Herr Dr. Peilo an. Ja, also das ist ganz einfach. Also wir leben, also hier in Deutschland ist dieses Thema noch einfacher zu beantworten als weltweit, weil wir leben ja hier in einem Kontext, in dem es schon sehr viel reguliert ist. Ja, also wir haben die Datenschutzgrundverordnung, wir haben ein Produktsicherheitsgesetz, das heißt also das, was von Produkten zu erwarten ist. Und dass die Privatsphäre, dass die Sicherheit, dass die Gefährdung des Benutzers ausgeschlossen ist durch ein Produkt, da haben wir schon sehr weitgehende rechtliche Rahmenbedingungen, dass man als Entwickler gar nicht so viel Unfug machen kann. Also von daher ist das, ist sowas eigentlich sehr unproblematisch. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn wir irgendein Produkt nehmen, das jetzt auf KI basieren würde, das heißt also auf Daten letztendlich, dass das nicht herkömmlich programmiert ist, sondern antrainiert durch Daten, dann ist eben durch die bestehende rechtliche Grundlage ist schon gewährleistet, dass da keine persönlichen Daten und schon gar nicht gegen, wenn der Dateneigentümer das nicht haben will, dass die verwertet werden könnten. Also da hat man schon einen sehr hohen Basisstandard in Europa, welche Daten und wie diese Daten verwendet werden.
Und dann aufgrund eben auch der Produktsicherheitsregeln ist man natürlich als Entwickler von so einem System natürlich extrem bestrebt, sämtliche Gefährdungsmöglichkeiten im Vorfeld abzuchecken und auszuschließen. Und vom Gesetzgeber wird ja auch der Stand der Technik jeweils erwartet und gefordert, also auch bei KI-Produkten oder so. Das heißt, also da ist man schon gefordert zu sehen, was ist eigentlich hier die Baseline, gegen die entwickelt wird, und sind wir wirklich auf dem letzten Stand der Technik und wie können wir uns darauf dann noch differenzieren. Das heißt also, die Besorgnis, dass nur dass man Unternehmen durch besondere ethische Erziehungsmaßnahmen erst in die Lage versetzen müsste, um gute KI-Produkte zu entwickeln, das stellt sich mir aus der Praxis jetzt nicht als etwas dar, woran man noch arbeiten müsste. Dr. Hagendorf, wie ist da Ihre Perspektive? Dann soll ich direkt auf das Letzte eingehen oder eher auf Ihre Frage? Naja, also natürlich gibt es einen gesetzlichen Rahmen. Erstens heißt es aber nicht, dass der notwendigerweise auch eingehalten wird. Auch bei Bosch gibt es ja eine gewisse Historie. Und das Zweite ist, dass der ja längst nicht alles regelt. Und gerade die Innovation. Was meinen Sie mit Historie in nicht gesetzten Einhalt? Dieselskandal. Ich kann mich dazu öffentlich nicht äußern, aber was Sie gerade sagen, wenn Sie die Zeitungen verfolgen, dann möchte ich das so nicht im Raum stehen lassen. Ich möchte Ihnen auch gar nichts unterstellen. Ich wollte einfach rein theoretisch anmerken, dass erstmal Gesetze nicht notwendigerweise eingehalten werden. Gesetze werden von Wirtschaftsunternehmen aus einer wirtschaftlichen Perspektive wahrgenommen. Dann überlegt man sich, lohnt es sich finanziell, ein Gesetz einzuhalten? Wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gemacht wird, nicht so hoch. Nein, also da möchte ich, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, ich weiß, das ist unhöflich, aber die Unhöflichkeit hier ist nachrangig an der Stelle. Also Sie können jetzt bitte nicht hier den Generalverdacht streuen, dass sich Unternehmen nur dann an Gesetze halten, wenn es passt. Also die gesetzliche Vorgabe, die gilt für jeden Bürger, für jedes Unternehmen, und wir müssen alle uns an die Gesetze halten. Und wenn es in der Vergangenheit Fälle gegeben hat, wo das Unternehmen nicht gemacht hat, dann ist es absolut bedauerlich, nicht zu rechtfertigen, aber das sollte nicht sein, dass das der neue Standard ist. Wie sehe der Prozess optimalerweise aus Sicht der Wissenschaft? Wie würden Sie sich denn wünschen, Herr Dr. Hagendorf? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte auch gar nicht Bosch irgendwas unterstellen. Und ich habe den Sachverhalt, den ich dargestellt habe, das ist einfach eine systemtheoretische, soziologische Beschreibung, wie aus dem Wirtschaftssystem heraus rechtliche Normen perzipiert werden. Aber unabhängig davon, ich wollte sagen, dass, gut, ich wiederhole es nicht nochmal, der zweite Punkt ist, dass Gesetze nicht alles regeln. Gerade bei im KI-Feld, wo es eine extrem hohe Innovationsdichte hat, da hing quasi das Rechtssystem hinterher. Das heißt, es werden in der Technikentwicklung einfach bestimmte Entscheidungen getroffen, darüber, welche Werte zum Beispiel in technische Artefakte eingebettet werden, die völlig außerhalb jeglicher rechtlicher Regulierung stehen. Und da fällt es am Ende des Tages dann doch eben auf die Charakterdisposition zurück, wie man sich entscheidet. Und gerade im Bereich der Softwareentwicklung, die Menschen, die dort tätig sind, haben eine unglaubliche Macht, weil die Produkte, die sie in die Welt bringen, die skalieren ja. Das ist ja eben nicht wie der eine Jäger, der den Jagdschein braucht, sondern so ein Softwarepaket, auch wenn es dann nur einen kleineren Schaden macht, als möglicherweise einen Schuss ins falsche Ziel, das wird ja dann in Millionen oder gar Milliarden von Systemen eingebettet, und wenn es einen kleinen Fehler hat, dann multipliziert der sich eben. Naja, und deshalb würde ich schon sagen, dass auch Unternehmen ein gewisses Ethiktraining intern machen können. An meinem Framework sind auch Unternehmen tatsächlich rege interessiert. Ich nenne keine Namen, aber tatsächlich sogar die
größten im IT-Bereich, wo die auch tatsächlich sagen, das ist was sehr Gutes und auch etwas sehr Notwendiges. Ja, aber Ethik und Unternehmensethik ist doch jetzt nicht erst mit der KI-Debatte erfunden worden. Ja, also jetzt das Unternehmen, für das ich jetzt arbeite, Bosch, ist, glaube ich, eins der Unternehmen, die wirklich einen sehr, sehr hohen ethischen Anspruch haben und den auch schon sehr lange und sehr konsequent leben. Aber auch andere Unternehmen haben Compliance-Richtlinien, haben da eigene ethische Vorgaben. Das ist jetzt nicht erst mit der KI gekommen. Und dann zu sagen oder zu präsupponieren, dass Softwareentwickler eigentlich hier ihre Eigenheiten ausleben könnten im Produkt, das ist eigentlich völlig an der Realität vorbei. So Software-Artefakte, die werden im industriellen Maßstab eben nach gewissen Vorgaben auf bestimmte Ziele hin entwickelt. Und da sind also einmal von dem, was das Softwarepaket leisten soll und dann welche Risiken auszuschließen sind, sehr, sehr hohe Vorgaben. Und durch die gesetzlichen Rahmenwerke, die wir haben, um sicherzustellen, dass die eben auch wirklich sicher und robust sind, sehe ich also die Basis für diese weitreichenden Befürchtungen gar nicht. Ich finde es zwar toll, wenn Unternehmen dann noch zusätzlich ethische Trainings geben oder so, ja, oder darauf dann nochmal besonders Wert legen, das finde ich alles gut, aber das eigentliche Problem bei der KI ist doch, wie dann nachher künstlich intelligente Agenten mit uns interagieren, nicht wie das Unternehmen aufgestellt ist, sondern wie sich so künstlich intelligente Systeme in unser Habitat einfügen, ob deren Handlungsweise dann nachvollziehbar ist, antizipierbar ist, ob wir mit unseren Mustern an Kommunikation, nonverbaler und verbaler Kommunikation mit denen interagieren können. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt und nicht, wie sich ein Unternehmen konzeptionell aufstellt. Herr Dr. Hagendorf, Sie möchten darauf noch schnell antworten und dann würden wir gerne mit Blick auf die Uhr auch noch ins Publikum geben, auch wenn wir noch gerne Fragen stellen würden. Aber erwidern Sie erst noch, bitte. Ich kann noch einen Punkt anmerken. Ja. Ich würde sagen, wenn so ein Produkt erstmal entwickelt ist, ist ja vieles vielleicht schon zu spät. Also da sind wir bei diesem berühmten Colin-Rich-Dilemma in der Technikfolgenabschätzung. Je früher man interveniert, desto schwerer ist es, konkrete Technikfolgen abzusehen, aber desto leichter kann man noch was verändern. Je später man interveniert, desto konkreter sind die Technikfolgen, desto schwerer ist es aber auch, etwas zu verändern. Das heißt, wir brauchen beides. Das, was Sie sagten, allerdings auch schon in der Entstehung, werden ganz viele Selektionen auf bestimmte Values gemacht. Und Sie haben das so ausgedrückt, ja, also da sind die Softwareentwickler, Entwicklerinnen, die tun nicht irgendwelche Eigenheiten ausleben. So würde ich es auch nicht ausdrücken. Aber das sind vielmehr unbewusste Prozesse und die können ganz subtil sein. In Tübingen zum Beispiel, 2 Minuten, ist ein System entwickelt worden, wo Forscher, Forscherinnen Eye-Tracking-Daten aufgezeichnet haben, geguckt haben, wie schauen sich Menschen Fotos an, um herauszufinden, welche Bereiche in einem Foto sind salient, ja, wo guckt man am ehesten hin. Und haben dann einen Lernalgorithmus entwickelt, der dann später an Twitter gegangen ist, mit dem jetzt Twitter entscheidet, wie Fotos gecroppt werden. Also Fotos können ja irgendwie ganz breit oder ganz hochkant sein, aber im Feed sollen die alle das gleiche Viereck haben. Aber welchen Teil des Bildes nimmt man dann? Ja, den, der eben besonders salient ist. Das kann man eben mit diesem Machine Learning Verfahren machen. Was ist aber passiert? Man hat herausgefunden, dass dieser Crop-Algorithmus dunkelhäutige Menschen eher rausschneidet und eher auf die hellhäutigen fokussiert. Niemand hat das gewollt. Niemand hat da irgendwie rassistische Eigenheiten oder Ähnliches in dem Team gehabt. Das ist einfach eine Technikfolge, die nicht reflektiert wurde. Und aber durch ein Ethiktraining könnte man dafür sensibilisieren, bevor das Produkt entwickelt ist und bevor es auf Milliarden von Smartphones gelaufen ist. Vielen Dank soweit. Ja, ich würde vielleicht zu Beginn auf den Punkt, den Sie, Herr Dr. Peilow, jetzt am Ende noch aufgeworfen haben, eingehen. Und zwar auf die Interaktion zwischen Mensch und KI. Vielleicht zu Beginn, wie kann man denn die KI selbst als moralischen Akteur auffassen? Also vielleicht, wenn man in die 5. Stufe, die Sie jetzt genannt hatten, der KI, also wenn es dann wirklich in Richtung starke KI geht,
wäre ja auch denkbar, dass die KI eigenständige moralische Entscheidungen trifft. Sie hatten sich beide ja jetzt vor allem auf die ethische Programmierung bezogen. Das heißt, wie gehen wir denn mit einer KI um, die selbst Moral entwickelt? Das sehe ich noch nicht. Ja, also ich nehme KI und KI-Systeme nur als Werkzeug wahr. Und aber auch bei einem Werkzeug, da müsste man sagen, also wie soll sich das anderen Menschen oder Lebewesen gegenüber verhalten? Aber das hat, ich sehe eine KI da nicht als gleichberechtigt, quasi, der ich dann ein eigenständiges ethisches Urteil zubilligen würde. Das, so weit sind wir definitiv noch nicht. Und deshalb denke ich, wenn wir jetzt irgendwelche intelligenten Systeme in die Außenwelt entlassen, dann muss der Kontext eben schon ganz genau geregelt sein und die Erwartungshaltung, also auch von denen, die damit interagieren, muss klar sein, dass das eben ein System ist, das eher einen Werkzeugcharakter hat. Man schreibt anderen Systemen gerne mal mehr Intelligenz zu, als die haben. Deshalb müssen die Leute, die damit dann arbeiten, auch gut unterrichtet werden darüber, über die Grenzen von so einem System. Und eben dem System muss man beibringen, wie es sich dann in diesem Anwendungskontext eben gut und sicher verhält. Beantwortet das Ihre Frage? Dankeschön, Puls. Ich wollte nur mal anmerken, beziehungsweise anfragen, ich bin da relativ unbedarft, diese künstliche Intelligenz, die wird ja nicht aufhaltbar sein und wird ja auch für den Menschen Gutes bringen, aber letztendlich ist es ja so, dass der Mensch momentan noch entscheidet über diese Entwicklung und da sehe ich einfach die Gefahren, dass egal ob unterschiedliche Ideologien oder Machthaber, Religion oder was immer dann eine Rolle spielt, dass man dann vor allen Dingen, wenn auch Ressourcen knapp werden, wenn das eine Machtfrage irgendwann daraus entsteht und da ja immer jeder sozusagen seinen persönlichen Vorteil ziehen will und dass da diese Machtstrukturen auf der Welt einfach zu kritisch sind oder zu gefährlich einfach, sodass ich einfach die Befürchtung habe, dass das in eine falsche Richtung laufen kann, wo das dann nicht mehr kontrolliert werden kann, wenn jetzt das sind terroristische Hände oder auch bestimmte Machthaber auf der Welt, wenn die das eben missbrauchen im Sinne von Kriegswaffen oder Ähnlichem, wie kann man sich davor schützen oder wie können Sie diese Ängste irgendwie beiseite schieben? War die Frage an mich oder an Dr. Angedon? Egal, wer sich angesprochen fühlt. Oh. Das ist ja eine Frage von Big Data auch ein Stück weit, was in dem Beispiel des Referendars auch schon anklang aus meiner Sicht. Kreieren wir Software-Systeme, die erstmal gut gemeint sind oder neutral gemeint sind, die aber durch die Masse der Daten, Stichwort Google registriert Grippewellen, ja, schon bevor sie überhaupt da sind, oder Schwangerschaften, bevor sie überhaupt da sind. Also, ist das beherrschbar, was programmiert also wie Tools, worden ist und wird das vorher abgecheckt, also wie was Tools, daraus entstehen könnte? Wie Tools verwendet werden, und das ist ja eigentlich der Kern Ihrer Frage, darauf hat man wenig Einfluss. Ja? Also das größte Problem des Menschen war bisher immer der andere Mensch. Und das sehe ich jetzt nicht, dass sich das groß ändert. Und auch die missbräuchlichen Anwendungen von KI, die in Ihrem Vortrag benannt wurden, jetzt zum Beispiel hier Gesichtserkennung überinterpretieren oder so, das geht auch hervorragend ohne KI. Ja, also wenn Sie an die Geschichte der Physiognomie denken im 18. Jahrhundert, dass Menschen nach ihrem Äußeren, nach ihrem Gesicht dann eben klassifiziert wurden, dazu brauche ich keine KI, das machen Menschen auch so, nur mit KI skaliert es dann eben besser. Und wie Sie schon sagten, also künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Werkzeug und es wird in verschiedenen Staatsformen anders eingesetzt und nicht immer so, wie wir das für richtig halten. Zum Beispiel in China für das Social Scoring wird künstliche Intelligenz eingesetzt, dort ist es auch akzeptiert, die finden das sogar in der Mehrheit
anscheinend tatsächlich gut. Und bei uns ist das dann eine Anwendung, die verboten sein wird. Also da gibt es auch kulturelle Unterschiede. Dankeschön. Aber die Angst geht ja im Prinzip noch weiter, wenn jetzt Menschen Kriegswaffen oder Roboter erschaffen, die ihre Interessen durchsetzen sollen, wenn die dann mal wirklich intelligent sind, haben die dann irgendwann die Möglichkeit, sich selber bzw. über den Menschen wegzusetzen und den Stecker selber reinzustecken oder draußen zu lassen? Das ist eigentlich ja dann die entscheidende Frage, ob dann überhaupt noch der Mensch das im Griff hat irgendwann mal. Ich kann mich zu allem Möglichen äußern. Ich hätte auch gerne was zur Physiognomie gesagt, aber also Kriegswaffen haben heute schon einen gewissen Autonomiegrad. Eine Lenkrakete verfolgt automatisch ihr Ziel. Die lenkt kein Mensch mehr. Man muss immer schauen, wo schlägt sich die Autonomie nieder. Auch Drohnenschwärme, mit denen inzwischen gearbeitet wird, da gibt es auch schon sehr hohe Autonomiegrade. Aber ich weiß gar nicht, ob man dieses Beispiel Military AI herauspicken muss. Das ist natürlich die Spitze des Eisbergs, wo sich Dual-Use-Potenziale oder eben ganz konkrete Gefahren niederschlagen. Ich selbst habe auch zu einem Thema geforscht, nämlich Publikationsnormen im KI-Bereich, weil die Problematik ist, dass sehr viel Dual-Use-Forschung einfach frei publiziert wird. Es gibt eine sehr hohe Open-Access-Mentalität im KI-Bereich. Und nehmen wir etwa das Beispiel der Deepfakes heraus. Auch das ist eine Anwendung, die stark beforscht wird, auch in Tübingen am Max-Planck-Institut, die eine sehr hohes Missbrauchspotenzial hat, und die Forschungspapiere dazu werden einfach so in die Öffentlichkeit gegeben. Und da ist natürlich dann immer die Frage, klar, auf der einen Seite sollte Wissenschaft offen sein, aber es gibt ja auch Felder wie Nuklearphysik, Biosicherheitsforschung, IT-Sicherheitsforschung, wenn ich jetzt eine kritische Sicherheitslücke entdecke, publiziere ich die ja auch nicht, sondern da gibt es eben vorgefertigte Strukturen, Trust-Networks, wo man die dann teilt, und so etwas fordere ich eben für den KI-Bereich auch. Hallo, mein Name ist Kuka, ich bin Referendarin fürs Fach Ethik. Ich habe noch eine Frage zum KI, weil jetzt die Frage im Raum stand, inwiefern das benutzt werden könnte, um ja, schädliche Aktionen gegen bestimmte Personengruppen durchzuführen. Jetzt die Frage, wenn wir KI benutzen, um gerade bei selbstfahrenden Autos ethische Entscheidungen zu fällen, aufgrund welcher Werte machen wir das, aufgrund welcher moralphilosophischen Grundsätze? Also ich habe jetzt während des Vortrags die Pflichtethik gehört und den Utilitarismus als einfache Form der Kosten-Nutzen-Rechnung letztendlich und dann auch der Tugenden. Und die Frage ist jetzt für mich, wie lässt sich das umsetzen? Bedarf es quasi der ethischen Ausbildung der Programmierer? Und wofür ethische Handlungen im KI-Bereich, wenn diese moralphilosophischen Grundsätze nicht geklärt sind? Gut, dass Sie mir die Möglichkeit geben, da nochmal nachzulegen. In meiner Präsentation habe ich das auch explizit gesagt. Hochautomatisierte Fahrzeuge sollen keine ethischen Entscheidungen treffen. Ja, also das ist ganz wichtig. Wir schließen uns der Sichtweise der Dobrindt-Kommission an, dass es für moralische Entscheidungen ein gereiftes, sittliches Urteilsvermögen braucht, das künstliche Systeme derzeit und möglicherweise noch in weiter Zukunft nicht haben. Ja, also keine moralischen Entscheidungen von hochautomatisierten Fahrzeugen. Was ich gesagt habe mit Utilitarismus, das ist, dass auch bei begrenzt intelligenten und zu begrenzt handlungsfähigen automatisierten Geräten oder intelligenten Agenten kann man so eine einfache utilitaristische Entscheidungslogik hinterlegen, ja, dass die ihre Ziele verfolgen. Wie wenn Sie einen Lego-Roboter programmieren, ja, dass der eben versucht, seine Trajektorie abzufahren und Hindernissen auszuweichen. Ja, aber
an wirkliche ethischen Entscheidungen können von solchen Systemen nicht getroffen und nicht verantwortet werden. Das müsste eben de facto so laufen, dass eben der Betreiber von solchen Geräten dann einen gewissen Haftpflichtschutz oder so eingeht, wenn er sichergestellt hat, dass er Nachstand der Technik entwickelt hat. Aber moralische Entscheidung Stand heute nicht vorstellbar. Dankeschön. Wie ist eine moralische Entscheidung dann nicht möglich, wenn zum Beispiel das Fahrzeug entscheiden muss, wenn sich zum Beispiel dreht, ob es jetzt ein Tier tötet oder den Menschen im Auto, dann trifft es doch eine moralische Entscheidung. Was macht man dann? Hält man die Zeit an, fragt dann irgendeinen aus dem Betrieb und dann entscheidet man sich, oder wie macht man das? Eine moralische Entscheidung, also eine Entscheidung wird ja nur zu einer moralischen Entscheidung, wenn Sie den Kontext praktisch auflösen. Ja, also wenn Sie mehr Kontextinformationen hinzufügen. Ja, also wenn Sie sagen, das ist nicht nur ein Mensch, sondern ein alter Mensch oder ein junger Mensch oder so. Aber wenn das Auto einfach nur nach der Maßgabe fährt, Kollisionen mit Lebewesen auf jeden Fall zu vermeiden, dann ist das keine moralische Entscheidung. Ja, das Auto, wenn das jetzt nicht unterscheidet zwischen alten und jungen Menschen, ja, sondern nur einfach, oh, da ist jemand und ich darf nicht an den dran fahren. Ja, dann versucht es die Kollision auf alle Fälle zu vermeiden. Und wenn trotzdem ein Unfall nicht vermeidbar war, dann ist es absolut bedauerlich, aber dann ist es eben ein nicht vermeidbarer Unfall, wie wir ihn jetzt auch ganz viele haben. Aber da steht dann keine moralisch bewusste Entscheidung dahinter. Aber es wird doch Situationen geben, wo es diese moralische Entscheidung gibt. Nicht, wenn das Auto diese nicht treffen kann. Es gibt dann einen Unfall, aber da steht dann keine moralische Entscheidung im Hintergrund. Da ist dann jemand getroffen worden, aber das ist purer Zufall. Ja, aber wenn Sie in eine Situation kommen, wo diese Entscheidung getroffen werden muss, wer trifft Sie dann? Das Auto kann die dann nicht treffen. Sie denken, also Sie vermenschlichen das an der Stelle. Ja, ich vermenschliche das Auto nicht. Ich denke nur, es gibt auf jeden Fall Situationen, ich war selbst mal alleine, wo ich ganz klar entscheiden muss, was jetzt passieren wird. Und ein autonomes Fahrzeug, gefüttert mit unterschiedlichen Daten, wird am Ende irgendeine Entscheidung treffen müssen. Wer ist dann haftbar tatsächlich? Das Unternehmen oder der Fahrer, der das Lenkrad lenken kann? Also nochmal, das Auto würde keine moralische Entscheidung treffen, ja, weil es hat nicht genügend Informationen, um eine moralische Entscheidung in diesem Kontext treffen zu können. Wenn es einen Unfall gibt, dann muss der natürlich, müssen dafür dann Vorkehrungen getroffen sein, dass das über Versicherungen und Haftpflicht abgedeckt ist. Aber nochmal, da ist dann keine in Anführungszeichen bewusste Entscheidung im Hintergrund. Mich würde zum Schluss, wir sind eigentlich schon über die Zeit, nochmal interessieren, dieser Dialog, den wir heute hier gesehen haben, der sich schnell entzündet hat, damit habe ich gar nicht gerechnet, aber spannend. Wie können wir den befördern? Wie kann dieser Prozess gut ablaufen aus Sicht der Wissenschaft, aber auch aus Sicht der Wirtschaft und Technik? Was sind konkrete Entwicklungen, die vielleicht auch positive Entwicklungen sein können bezüglich KI im Internet der Dinge oder auch in anderen Bereichen? Also vielleicht können Sie auf diese, und der dritte Aspekt vielleicht noch, wenn Sie das noch unterbekommen, was wünschen Sie sich eigentlich für den Bildungsbereich in diesem Kontext künstliche Intelligenz und Ethik? Fangen Sie nochmal an. Also, um die beiden Bereiche mehr in Dialog zu bringen, wäre es gut, meinen Bereich noch mehr finanziell zu fördern. Also in der KI-Forschung geht 99,99% der Forschungsgelder in die pure technische Forschung und nicht in die sozialwissenschaftliche. Das steht im starken Kontrast zu den Proportionen, wie sie in den Medien aufrechterhalten werden. Da wird ständig über meinen Bereich gesprochen und fast nie über den eher technischen Bereich, sofern man die denn überhaupt so voneinander differenzieren will.
Ja, und ansonsten dialogische Offenheit, also das Übliche, dass man ja versucht, gemeinsame Vokabulare zu finden, dass man sich interdisziplinär verständigen kann. Konkrete spannende Projekte, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt rangehen? Also jetzt in meinem forscherischen Umfeld, mhm, oder? Ja. Es gibt alles Mögliche. Also, ja, ich hatte ja schon ein paar Bereiche genannt, die auch in Tübingen beforscht werden. Ich bin da auch an vielem interessiert, weil das Interesse ist häufig auch einseitig, muss man auch ehrlich sagen, weil ich natürlich Dinge irgendwie verkompliziere und gerade in der Forschung stehen alle sehr stark unter Druck, müssen viele Paper produzieren und da ist es irgendwie eher aufwendiger, dann noch da sozialwissenschaftliche Forschung mit reinzuholen. Ja, da will ich jetzt, ach, ich tue mich jetzt schwer, eine konkrete Forschungsgruppe rauszunehmen. Entschuldigung. Man hat ja Träume im Leben. Ich fällt Ihnen noch was ein. Jetzt erstmal Herr Dr. Peilo, wie, ja, also ich find, wünschen Sie sich den Dialog? So wie heute, ja. Also Veranstaltungen wie heute finde ich einfach klasse, die finde ich super, weil man sieht ja, dass es, da prallen ganz unterschiedliche Welten aufeinander. Ja, also da gibt es dann, und als Bürger und als interessierter Zeitgenosse muss man sich ja irgendwie eine Meinung bilden können. Und deshalb finde ich das sehr gut, wenn solche Möglichkeiten geschaffen werden, wo dann Leute mit unterschiedlichen Blickwinkeln dann mal sagen, was sie als relevante Fragestellung im Bereich KI und Ethik empfinden und dann ruhig dann auch bei so Diskussionen so wie heute vielleicht sogar noch eine Spur aktiver sich da einbringen und das dann auszunutzen und uns als Referenten auch zu fordern. Ich finde es ganz klasse, vielen Dank an der Stelle nochmal für die Veranstalter, dass es hier sowas gibt und ich mache, also bei so ähnlichen Diskussionen bin ich eigentlich auch immer mit dabei, weil dann lerne ich aus den Publikumsfragen und dann von den anderen Referenten, ich nehme jedes Mal was mit. Und wichtig ist eben auch, dass diese Technologie, wir müssen als Gesellschaft nachher entscheiden, wie wir die haben wollen und in welchem Rahmen wir die einsetzen wollen. Und dazu muss er eben einfach, müssen wir uns als Bürger eine Meinung bilden können. Und dafür sind solche Veranstaltungen ganz toll und wichtig. Und deshalb möchte ich Sie ermuntern, so weiterzumachen. Und also auch für ähnliche Veranstaltungen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Ich finde das wirklich wichtig und notwendig, dass diese Diskussion in einer auf breiter gesellschaftlicher Basis geführt wird. Vielen Dank. Das war schon fast ein Schlusswort. Jetzt haben wir zwei Veranstalterinnen. Frau Renninger, kommen Sie noch mit vor, doch bitte. Die Hausherrin war noch vorher in einer anderen Veranstaltung drin. Wir haben vorhin den Szenenapplaus von draußen noch gehört. Ich vermute, das war das, die Installation draußen, die auch sehr spannend ist. Ich sage von meiner Stelle aus schon mal vielen Dank an Sie beide. Man kann immer nur anreißen, aber ich fand es sehr, sehr spannend und es ist ein bisschen gekocht. Ich hoffe, das verkraften Sie beide. Aber ich fand es sehr inspirierend und ich finde es wichtig, wir haben zwei weitere Veranstaltungen zu KI und Bildung, zu KI und Leben im Herbst, wo wir Sie gerne dann wieder treffen und das Angebot nehmen wir natürlich an. Karin Winkler. Hallo Frau Renninger, schön, dass Sie auch da sind. Jetzt weiß ich nicht, Sie oder ich zuerst. Ja, also dann mache ich mal sozusagen die Vorlage, ganz viel schon gesagt. Wir haben ja diese Veranstaltungsreihe neu konzipiert und sie Impulse kontrovers genannt. Und das war jetzt nur der erste Abend, der auch wirklich das eingelöst hat. Und wir wollten das bewusst so, sonst gibt es immer einen Vortragenden und dann gehen nachher alle raus und sagen, ja genau, der hat recht. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollen auch so ein bisschen diese mentale Verunsicherung, dass man verschiedene Meinungen hört und sich nachher vielleicht selber eine bilden kann oder vielleicht auch eine dritte. Und das haben Sie wunderbar uns eine Steilvorlage gegeben für dieses neue Format. Genauso soll es sein und vielen Dank Ihnen. Und die Thematik ist so interessant gewesen, man nimmt so viele Impulse und Themen mit. Dieser europäische Weg, den Sie beschrieben haben, da gibt es auch andere Wege, das ist uns allen sehr wohl bewusst. Und diese Frage, was jetzt
KI mit Schule und Bildung zu tun hat, die ist wirklich noch eine sehr spannende. Die treibt uns natürlich vor allem um. Wir werden das am 12. Oktober auch nochmal stellen bei KI und Bildung. Da haben Sie jetzt beide um diese Frage noch nicht so sich genau festlegen wollen. Lassen wir es auch mal stehen. Vielleicht können wir das dann tatsächlich noch in einem anderen Rahmen tun. Ich möchte Ihnen auch ein kleines Geschenk machen und das ist natürlich anachronistisch. Das hat man wahrscheinlich im Mittelalter schon geschenkt, dass man Gästen dann eine Flasche Wein oder in dem Fall ist es ein Kesslersekt mitgibt. Und das ist vielleicht dann auch ein Ritual, was es trotzdem schön ist. Ja, es ist alt und es ist aber immer noch passend. Deshalb machen wir das einfach. Für Sie, Herr Dr. Hagendorf, Sie werden es wahrscheinlich erst nach Ihrer sportlichen Herausforderung, was Sie vorhin sagten, trinken können. Und dann lohnt es sich vielleicht auch wirklich, das zu tun. Von daher für Sie mit einem bisschen Warteeffekt. Und ich habe mir auch vorgestellt, wann trinkt Herr Dr. Peilo diese Flasche? Wahrscheinlich, wenn die nächste Stufe erreicht ist. Ja, 4 oder ich weiß es nicht. Also Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. Dann verabschiede ich Sie noch. Schön, dass Sie im Hospitalhof waren. Wir freuen uns, dass die Veranstaltungsreihe hier ist und mit uns zusammen ist. Das ist unsere Aufgabe, die wir ständig versuchen zu erfüllen, dass wir solche Debatten ermöglichen und führen. Gerade parallel zu Ihnen war eine Auseinandersetzung mit dem Thema Geschichte, Umgang mit Geschichte, Deutung und Vergegenwärtigung. Und heute Mittag vor dieser Veranstaltung war ein Vortrag über Sophie Scholl mit 100 Schülerinnen des St. Agnes-Gymnasiums. Also wir sind in Austausch mit verschiedenen Institutionen, die alle das wollen, dass wir nämlich Themen aufgreifen als Gesellschaft, seien wir in Schulen, in Ausbildungsstätten oder einfach als interessierte und wache Zivilgesellschaft unterwegs und diese Diskussionsräume schaffen. Vielen Dank, dass Sie das eingelöst haben. Danke für Ihre Fragen. Schön, dass Sie da waren. Hoffentlich regnet es noch nicht, wenn Sie jetzt rausgehen. Eine gute Nacht zusammen. Tschüss. Applaus